und wieder direkt hier die nächste Folge rausgehauen. So, das müsste gleich weg rausgesprengt werden. Und dann, Alter, wie viel liegt denn hier? Leute, holt mal was ab. Wenn das alles Fleisch ist, dann wie viele Tiere haben die denn geschlachtet? Das sieht zwar nicht aus wie Fleisch, aber müsste es eigentlich sein. Kriegen wir eigentlich ein Gebäude umsonst, so. Freiheit ist hier sehr gering. So, eine Radiostation. Dass wir hier noch ein bisschen Freiheit kriegen, dass die Leute sich ein bisschen wohlfühlen. Ah! Hier ist nicht so Freiheit, ist mir aber egal. Es sind nur ein paar Leute, ich bitte euch. Ist alles schön frei. Hier ist aber extrem rot, ne? Egal. Ja, dann reiß das mal ab. Ich könnte übrigens mal... Ich sehe da zwar jetzt keinen Unterschied, sind aber 20 FPS weniger. 80. So, weit haben wir erhöht. Ich weiß gar nicht, was wir noch bauen könnten. Haben wir Luxusliner eigentlich schon? Nein? Eintrittsgeld 16 ist hoch genug. Müssen ja nur noch Leute arbeiten. Oh, das wird knapp. Oh oh. Fail, da sitzt gar keiner. Ja, ich denke, die haben aufgegeben hier. So ist die Müll. Also geht das jetzt mal bald weg oder? Die feiern schon wieder, das gibt's nicht. Wir haben noch 11 Jahre zu regieren. Verschmutzung wird um 25% verringert. Warum habe ich das nicht gemacht? Verdammt! Ich wollte es mal machen, aber warum habe ich einfach keine Windturbine hier hingestellt? Mann! Muss ja wirklich nicht sein, dass wir ja irgendwelche Umweltverschmutzung betreiben. So. Yo. Wow, gesamt eine halbe Million haben wir an dem Ding schon verdient. Mit Öl kannst du aber auch Geld machen, ey. Wir begehen keine Umweltverschmutzung. Wie kommt ihr denn da drauf? Ich wollte nur gerade... Also... so zur... Weiß ich nicht... Warum Importe zulassen? Was soll man da importieren, ey? Ah.
Hallo? Lass mir das. Toll. So, So, was ist das? Die Lagerhöhe steigt um 5000 und wir verringern die Umweltverschmutzung. Okay. Wir haben es geschafft, unsere ganze Insel auszubeuten. Yeah. Das Ding gibt ja richtig Gas. So, das ist ja beschleunigt. Jetzt bin ich mal gespannt. Hallo? Ja, ist schon schnell, aber jetzt. Das sind Megawatt, ne? Wir brauchen Gigawatt. So. Die Statue dreht sich noch wirklich. Alter. 51.000 der Flughafen. Mensch. Was sind sonst noch für Möglichkeiten? Ne, Anzahl der Fluggäste wollen wir nicht verringern. Oh, hier sind auch noch Rohstoffe, was ist denn los? Mehr Fahrer. Fuhrparkbüro und bauen wir noch ein Fuhrparkbüro. Hier hin. Mal gerade gucken. Vielleicht versetzen wir sie einfach ein bisschen. Nach da rechts, dass er was kriegt. So richtig lohnt tut sich zwar nett, aber alles rauskriegen aus der Insel, ey. So, Exporte fördern wie viel Prozent? 13, naja. Exportbonus, ui. Das ist ja geil. Lohnt sich auf jeden Fall. Rubico zuerst und trotzdem steigt die Einwohnerzahl leicht. So, Tropico feiert. Sir, zeigen wir diesen Verbrechern, was Ordnung bedeutet. Jo, was haben wir denn für Bewertung bei den allen? Intellektuellen, Militaristen, nee, nein. Warum sollten wir jetzt einen hinrichten lassen, Mann? Ja, ja. Sí. Journalist. Wir gucken mal ein bisschen bei den Leuten rum. Muy buena. Ingenieur? ¿Qué ocurre? Soldat. Ah, jetzt können wir ja das Zeichen hier bauen. Ein Symbol für das Volk. Ein neues Parkhaus muss her. Look at this, this is super.
So langsam wird's ganz geil. Stell dir vor, er wohnt hier voll in der Street mit El Presidente. Das wäre geil. Und dann noch so ein Ausblick hier. Stell dir vor, wie die Rebellen einfach von den Wäldern so runtergucken müssen. Und denken, oh nein, da würde ich auch gerne wohnen. So. Letzte Folge war ja ein bisschen länger. Ehrwürdiger Herrscher, der mächtige chinesische Drache hat eine... So. Ich würde sagen... Ich wollte irgendwas noch gucken. Ah. Läuft das hier hinten ganz gut, ja? Okay. Ich würde sagen, wir beenden mal die Folge und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bei Tropico. Wie viel haben wir noch? Oh, wir haben noch viel Leistung. So, Parkhaus. Parkhaus? Ja. 48 gewartete Autos. Also. Ah, und jetzt bauen wir hier noch eine Mine hin. So, aber wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.